Es ist eine kleine Überraschung. Charlene von Monaco erscheint an der Seite von Ehemann Albert zum Gedenkgottesdienst für Fürst Rainier III. Anlässlich seines 100. Geburtstages. Denn nachdem die Fürstin vor kurzem schon nicht an dem traditionellen Rosenball teilgenommen hat, war es unsicher, zu welchem Termin die Zweifachmama in Zukunft erscheint. Als das monegassische Fürstenpaar an der Kathedrale von Monaco ankommt, fällt nicht nur das elegante Outfit der Fürstin auf, sondern auch ihr Pokerface. Denn während Albert gelassen vor sich hingrinst, zeigt sich Charlene mit einem neutralen Gesichtsausdruck. Für diesen Auftritt hat sich die 45-Jährige für einen langen grauen Mantel entschieden, den sie gekonnt mit einem gemusterten Maxi-Rock und passender Bluse kombiniert. Allgemein hält sich Charlene bei ihrer Outfit-Auswahl für den Gottesdienst farblich eher zurück und setzt überwiegend auf schlichte Farben. Denn auch im Januar 2023 erscheint die Monegassin zu der Zeremonie der Saint-Devote in einem modischen grauen Look. Die Nuancen passen schließlich auch perfekt zu den gesträhnten Haaren der ehemaligen Olympionikin.